ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Sonntag, den 1. April. Es ist zu kalt und Fritz Bormann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Nienburger Spargel, nimmt's gelassen. Für ihn liegt auf der Hand, warum es in diesem Jahr zu Ostern noch keinen echten Nienburger Spargel geben kann. Zur offiziellen Saisoneröffnung am 16. April sollte es aber den ersten Nienburger Spargel geben, ist sich der Sprecher sicher. Wer möchte Nienburgs neue Spargelkönigin werden? Mit dieser Frage wenden sich Fritz Bormann und Herbert Schriever, beide Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen-Mitte, viele Jahre für das Edelgemüse zuständig, an interessierte junge Frauen aus Stadt und Kreis Nienburg. Katja Keul sitzt für die Grünen im Bundestag. Wenn sie in ihrem Wahlkreis unterwegs ist, nutzt sie seit einiger Zeit ein Elektroauto. Was anfangs vor allem Überzeugung war, macht heute sogar Spaß, sagt sie. Die Stimmung ist gut im Linzburger Dorfladen. Marktleiterin Heike MacArthur kann sich knapp 3 Wochen nach der Eröffnung über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. 215 Kundinnen und Kunden hat sie allein am 23. März gezählt. Neben einem umfangreichen Angebot an regionalen und Bioprodukten bietet der Dorfladen auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern so gut wie alles, was es in einem Supermarkt auch gibt. In großer Sorge um seine Familie ist Ozan Baris. Der 20-jährige jesidische Kurde lebt seit Mitte März bei seiner Cousine in Nienburg. Aus der Türkei geflohen ist er Ende 2017 zum zweiten Mal, aus Angst vor dem Wehrdienst und vor den anderen Bewohnern. Zum Sport. Fußball-Kreispokal. Im Viertelfinale will die JG Eule den Favoriten Husum ärgern. Spannend wird es auch beim SC Maclohe. Wenn sie um den Titel kämpfen wollen, müssen sie erst in der Viertelfinalbegegnung am Montag um 15 Uhr gegen den SC Haßbergen bestehen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.